Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde, hier ist der Alex aus dem Heimathafen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Donnerstag und da heißt es doch wieder Cruise Alert, die News aus der Woche im Heimathafen, die so angestanden haben, die uns bewegt haben und vor allen Dingen auch die vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant sein können. Welche Themen habe ich heute? Ich habe heute einmal das Thema TUI Boostern Rolle rückwärts. Das heißt, also da gibt es neue Regelungen. Ich habe noch ein anderes Thema, unter anderem in dieser Folge möchte ich über Arosa sprechen, was Arosa jetzt vorhat für den Winter. Und ich habe auch noch den Hamburger Hafengeburtstag im Programm. Zusätzlich habe ich auch noch ein bisschen was zur Taufe von der NCL Prima. Und lasst euch überraschen, es gibt auch neue Routen von AIDA. Und zwar was ganz Besonderes zum Thema Kanaren. Also bleibt dran, wenn euch das interessiert. Es ist ja schon wieder eine Woche her, als ich meinen Cruise Alert gemacht habe letzten Donnerstag. Und dort war das Thema ja Kreuzfahrtranking 2022 vom NABU. Das ist ja wirklich spannend gewesen. Da habe ich doch wirklich über die ein oder anderen Sachen doch mal kritisch gesprochen. Hat schon ein bisschen die Wellen geschlagen. Und die ein oder andere Mail hat mich auch erreicht. Ich habe mich auch mit ein paar Leuten aus der Branche ausgetauscht dazu. Also unterm Strich liegt die Wahrheit immer in der Mitte und es ist doch interessant gewesen, das mal alles aufzuarbeiten. Da ist doch heute auch wieder noch ein anderer Fall eingetreten und zwar habe ich noch, aber da muss ich eigentlich, da muss ich ein anderes Mal drüber sprechen. Lasst euch überraschen. Eben gerade habe ich noch Gäste da gehabt, die haben ein bisschen berichtet von ihrer Reise mit den Hurtigruten. Und zwar waren die jetzt unterwegs, die haben die 12 Tage gemacht und zwar mit den 34 Häfen Hurtigruten von Bergen nach Bergen über Kirkenes und wieder zurück. Und die haben ein bisschen berichtet, was dort so los war und wieso die Preise waren für die Getränke, Qualität an Bord, unterschiedliche Hafensituationen von dem Hochfahren und dem Runterfahren, wo da die Unterschiede sind, ob man jetzt beide Fahrten machen sollte oder ob eine Richtung auch ausreicht, welche Gästestruktur an Bord ist, also schon interessant. Lofoten zum Beispiel, sind sie von Strand zu Strand gelaufen. Ich zum Beispiel hätte natürlich mal das Thema Baden angegriffen. Ich laufe ja überall immer, es ist so ein Tick von mir, wo ich bin, wo es mir gefällt, auch mal nackt rein ins Wasser und bade eine Runde und muss das Ganze auch ein bisschen erleben. Ja, unsere Gäste haben die gute Skiunterwäsche mit dabei gehabt. Also so unterschiedlich ist es. Ich will damit sagen, auf so einer Reise muss man natürlich auch ein bisschen unterschiedliche Klamotten mit dabei haben, weil sie haben wirklich eine schöne Reise gehabt. Sommer, Sonne und hatten vor allen Dingen auch im Bergen traumhaftes Wetter 3 Tage. Das Ganze haben sie mit einem An- und Abreisepaket gemacht von Hurtigruten. Wir haben also die Flüge dazu gebucht und das Ganze auch über Oslo. Das war wirklich interessant zu hören, was sie berichtet haben. Und einige amerikanische Gäste haben schon Augen gemacht, wenn sie die ganze Reise mit Karte ihr Weinchen am Abend bezahlen, was da am Ende des Themas backen bleibt. Also, wer dazu Tipps braucht, der kann gerne sich an uns wenden. Wir geben da gerne Auskunft zu. Was habe ich für euch? TUI Cruises Boostern Rolle rückwärts. Was ist passiert? TUI Cruises, ich blende mal die aktuellen Informationen ein von der Homepage, hat eigentlich angekündigt, dass sie Gäste ab 1. Oktober nur noch mitnehmen, wenn sie 3-mal geimpft sind. Also zu ihrer Grundimmunisierung von 2 Impfungen, dann die Boosterimpfung noch dazu haben, dann nimmt man sie mit. Also TUI Cruises hat jetzt Folgendes rausgebracht, sie nehmen jetzt auch Gäste mit, die nicht geboostert sind, das heißt also 2 Impfungen haben oder 1 Impfung und 1-mal Genesenstatus. Wenn also die Situation vorliegt, dann natürlich wieder mit einem negativen Antigen-Schnelltest. Kann man mitfahren. Und das Ganze für den Oktober. Bis dahin ist es erstmal beschränkt. Also alle Reisen im Oktober, die da losgehen, für die ist das interessant für die Gäste. Also gerne raufschauen, nochmal nachlesen. Dazu gibt es also jetzt eine Neuerung. Dann haben wir das Thema Hafengeburtstag. Man darf sich freuen, vom 16.09. bis zum 18.09. gibt es das größte Hafenfest der Welt wieder zu erleben. Zum 833. Mal laden die Hamburger ein, und zwar die Welt dort vorbeizuschauen, um sich das Ganze anzuschauen. AIDA ist natürlich wieder der Hauptpartner der Veranstaltung, das kann man natürlich auch gut erkennen. Ich habe auch noch mal einen Hafenplan mit reingehängt, was gibt es dort zu erleben. Neben vielen Kreuzfahrtschiffen und auch anderen nationalen bzw. historischen Seglern kann man dort also so richtig das Hafenflair 2.0 genießen und erleben. Und AIDA hat auch einen eigenen großen Erlebniswelt aufgebaut. Da sind also auch Urlaubsexperten, die da auch beraten und auch Tipps geben. Man hat dort eine Showkabine noch von AIDA Cosma, habe ich gesehen. Und das Ganze sieht sehr gut aus. Also für einen schönen Ausflug oder vielleicht sogar übers Wochenende. Der hat dort auf jeden Fall seine Berechtigung, der Termin im Kalender.
Und viel Spaß wünsche ich dabei. Das ist wirklich eine richtig feine Geschichte da in Hamburg, dass die da zur Scout mucken. Dann habe ich noch was anderes. Und zwar kommen wir mal von dem Hafengeburtstag zu einem Routinggebiet, und zwar auf den Kanaren. AIDA ist ja den ganzen Winter, auch wie andere Reedereien auch, stark vertreten auf den Kanaren. Neben AIDA Nova fährt ja auch noch AIDA Mar dort und AIDA Stella kreuzt dort auch noch durch die Gegend ab und zu von Mallorca aus. Dort gibt es jetzt noch einen Schmankerl. Und zwar laut AIDA hat man dort das Routing noch ein ganz klein bisschen interessanter gemacht für die Gäste, die sich überlegen, mit AIDA Mar zu reisen. Natürlich ist das Zugpferd auf den Kanaren AIDA Nova, weil die natürlich ein unglaublich großes Angebot hat, was man an Bord auch erleben kann. Aber AIDA Mar will jetzt auch noch das Routing ein ganz klein bisschen anpassen. Aktuell sind ja geplant 7 Tagesreisen, die sonntags beginnen. Und zwar entweder mit Madeira oder mit La Gomera. Also man hat in Madeira dann 2 Overnights. La Gomera hat man dafür, wenn man die Reise nimmt, 6 Inseln auf den Kanaren, die man sich anschaut. Das ist wirklich schön. Und jetzt hat AIDA gesagt, jetzt wollen wir da 9 bzw. 12 Tagesrouten noch anbieten. Und der Wechselhafen wird dann Fuerteventura sein. Also man kann ein An- und Abreisepaket buchen und dann verschmelzen sich im Grunde genommen fast zwei Reisen zueinander. Und dort kann man dann also auch noch ein bisschen mehr erleben und hat das Ganze vielleicht noch ein bisschen intensiver. Wenn man nämlich 12 Tage mit den, auf den Kanaren unterwegs ist, sieht man mehr als in 7 Tagen. Also, liebe Freunde, seid gespannt. Ab 12. September kann man das buchen. Da kann man natürlich die Infos von uns auch direkt im Heimathafen frisch auf den Tisch bekommen. Was haben wir denn noch? Ich habe noch was anderes. Und zwar, Arosa hat noch interessante Eventreisen rausgebracht. Es ist momentan ja auch so ein bisschen so, dass die Reedereien, auch die Flusskreuzfahrtschiffe, so ein kleines Buchungsloch haben. Das heißt also, der November, der Oktober ist immer so ein bisschen zäh, sagen wir es mal so. Da haben die jetzt was Interessantes gemacht, und zwar bringen sie Eventreisen raus mit unterschiedlichen Schwerpunkten, ob das jetzt nun Wellbeing, also so ein bisschen also gesundes Essen, Fotokurse. Da hat man also externe Edutainer, haben wir die früher genannt, eingeladen, die dort den Gästen noch ein klein bisschen mehr ein schönes Erlebnis an Bord bieten können, entweder in Einzelcoachings oder in Workshops. Ich habe sogar gesehen, dass die Ernährungsexpertin bei Arosa, die Ulrike Humuth, dabei ist. Sie war früher Entertainment Managerin bei AIDA und ist dann auch als Clubdirektor damals noch gefahren. Also viele AIDA-Fans werden sie kennen. Sie ist auch an Bord als Ernährungsexpertin und dort bieten sie interessante Eventreisen an. Also ganz spannend. Eben gerade im Posteingang habe ich natürlich auch von Nico nochmal eine Info gekriegt, Nico Kruses. Auch sie haben mal interessante Eventreisen. Also man hat da am Markt so ein bisschen geguckt, was die anderen machen und hat dann auch schnell festgestellt, dass das Verein doch was sein könnte. Also wer Lust hat, ist auf jeden Fall dort genau richtig. Das andere Thema hat mich auch noch ein bisschen beschäftigt. Katy Perry, ich habe es mir angeschaut. Ich finde die Künstlerin eigentlich ganz toll. Die hat wirklich tolle Songs rausgebracht. Die hat jetzt vergangenes Wochenende in Reykjavik auf Island hat sie Norwegian Prima getauft. Das erste Schiff der Prima-Klasse, wirklich fantastisch. 294 Meter. Sie selbst sagen von sich, Norwegian, dass sie dort das beste Passagierplatzverhältnis haben auf vergleichbaren Schiffen. Sehr, sehr viel Platz und sehr, sehr viele Möglichkeiten. Über 3 Decks gibt es dort zum Beispiel eine Gograd-Bahn, wer das braucht. Man hat eins der größten Suitenangebote auf dieser Schiffsklasse. Also finde ich auch sehr, sehr spannend. Und wer Lust hat, kann da gerne mal schauen. Noch fährt sie in Nordeuropa jetzt durch die Gegend, wird aber dann Oktober, November dann nach New York City rübergehen, von dort an her Reisen anbieten bis runter in ihren Heimathafen für den Winter, dann Port Canaveral. Also finde ich ganz schick. Schaut vorbei und informiert euch gerne. Es wird nächste Woche auch noch eine ganze Menge anstehen. Wir haben nächste Woche, kommt der Michael. Und Michael ist ja unser IT-Experte, Programmierer und mit alles, was so mit der Oberfläche unserer neuen Internetseite und der ganzen Struktur und dem ganzen IT-Hintergrund zu tun hat. Da wollen wir also weiter dran arbeiten, da dürft ihr gespannt sein, da wird in Zukunft auch noch ein bisschen was passieren, was natürlich dann auch zusammenspielt mit dem YouTube-Kanal. Also das wird wirklich spannend werden. Freut euch drauf, ich hoffe, ihr bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende vor euch und was soll ich sagen? Heute ist der 1.9. Das ist der meteorologische Herbstanfang. Es ist irgendwie, ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich muss es jetzt erwähnen, weil es wird Herbst. Egal. Hauptsache, wir lassen die Sonne ins Herz und behalten uns das frohe Gemüt, freuen uns,
dann auf den Winter mit tollen Destinationen wie die Karibik. Da wird auch preislich es nach vorne gehen. Also bleibt gesund, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Macht's hübsch, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächsten Donnerstag.